Die beiden Schwellenländer China und Brasilien wollen ihre praktische Zusammenarbeit weiter vertiefen. Auch das Potenzial für eine Kooperation in den Bereichen Landwirtschaft, Energie und Infrastruktur solle ausgeschöpft werden, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping am Freitag staatlichen Medien zufolge. Bei einem Treffen mit seinem brasilianischen Kollegen Luiz Inácio Lula da Silva in Peking habe Xi deutlich gemacht, dass sein Land die Beziehungen zu Brasilien zur diplomatischen Priorität gemacht habe, berichtete der Sender CCTV. Lula war bereits am Mittwoch zu einem mehrtägigen offiziellen Besuch in China eingetroffen. Laut den chinesischen Staatsmedien hätten die beiden Präsidenten auch über die Ukraine-Krise beraten und seien sich einig gewesen, dass Dialog und Verhandlungen der einzige gangbare Weg aus der Krise seien. China und Brasilien bilden zusammen mit Russland, Indien und Südafrika die Gruppe der BRICS-Staaten, eine Vereinigung aufstrebender Volkswirtschaften. Die Regierungen in Peking und Brasilia haben sich mit Kritik an Russland wegen dessen Krieg gegen die Ukraine im Vergleich zu westlichen Staaten bisher zurückgehalten.